wird einfach aufgehackt. Hallo liebe Outdoor-Freunde, wir sind heute zu Besuch beim Felix Immler in der Schweiz. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Und der Felix hat ein super geiles Projekt, wieder mal XXL, fantastisch. Und ja, wir sind gerne mit dabei, wir unterstützen ihn dabei und wir finden das super und freut euch drauf. Schlamassel. Ey, das geht wirklich, ja? Ja. Ist das geil. Felix, das funktioniert. Also das Ding, guck dir das an. Das Ding haben wir in einer Stunde unten. Ja. Jawohl. Jawohl, ja. Immer ein Stück. Und dann nicht. Sonst wird es zu kompliziert. Oder wir sägen erstmal ein, rollen dann ein bisschen rum und sägen oben nochmal den Rest weg. Eine schöne gerade Linie kriegen. Auf dem Stamm machen wir jetzt eine Schlagschnur, nur ohne Farbe, also wie der Zimmermann das macht. Die haben schöne Farbe dazu, wir machen das mit Schlamm. Yummy! So, pass auf, du sagst wohin? Ja, und du, so. So? Ja. Okay, warte, jetzt müssen wir straff ziehen. Ja. Richtig straff ziehen. Ja. Jawohl! Nichts. Jawohl! Alter, ein Traum. Okay. Perfekt. Ich glaube, ich mache mal den Ries einfach. Weißt du, was ich meine? Dass ich mal den Ries habe. Ja, ich mache auch erstmal eine Vorfärbung. Also die wird aufgeklappt. Und dann kommst du aber nicht so richtig hier gut rein. Und deswegen haben wir die nochmal. Machst du hier eine Stufe höher. Da hast du schon eingehastet. Und dann kann man gerade sägen und verletzt sich aber die Hände nicht. Ja, ja, okay. Das ist ziemlich cool. Also für solche Aktionen. Geil! Ich habe das Gefühl, ich komme besser. Oh, klar mit. Das ist ja so geil, ja. Hinspannen? Das ist so glatt hier, ja. Guck mal, wie eine Frucht, Orange oder so. Oh, na eben. Na, wenn es so ein bisschen orange riecht, dann dürftest du glasig sein. Oh, das ist geil. Wir machen heute richtig was für unsere Gesundheit. Ne? Ätherische Öle im Wald. Wir atmen hier nur das gute Zeug ein, das Beste. So, im Hintergrund die Kettensägen. Okay, jetzt mache ich hier eine Spachtel. Die mache ich hier angespachtelt, also angeschlagen, damit das schön breit wird. Und damit versuchen wir den Baum zu schälen, also die Rinde abzuschälen. Mal sehen, ob das funktioniert. Damit mache ich jetzt gleich die Feinheiten noch. Ach, du hast schon fertig. Cool. Wir wollen nur mal weit in die Kamera. So, ein bisschen abgeschliffen, die scharfen Kanten. Schönes Werkzeug. Ey, ist das geil? Geht das gut mit der Hand? Ja.
kannst ja einfach so reindrücken, ja. Und dann merkst du, wie sich das hier so auflöst. Aber es tut ein bisschen weh am Fingerspitzen. Ja. Aber das macht ja nichts. Ey, ist das geil. Hä? Oh, das ist ein Traum, Felix. Ja? Ja. Das ist ganz weich. Geht besser. Ja? Ja, wir haben noch mehr Erfahrung. Extrem geil. Ja. Braucht's aber noch viel, ey. Scheiße. Geil. Zubinden. So, ja. Schön. Das. Machen wir sie oben, ne? Der Stoß am nächsten. Ja. Selbe hier. Ja. Das müsste man jetzt hier verschnüren. Guck mal, was hier für ein Riesenloch ist, ey. Wie wollen wir das dicht kriegen überhaupt? Wir können das auch innen noch machen. Innen rückwärts. Ja, klar. Ich habe den etwas dünneren Stauch, habe ich das Gefühl. Ja, ich darf da nicht so viel. Zwei Querstreben, oder? Ja, Minimum. Ja. Oder vor dem Bereich, wo du ruderst, und hinter dem Bereich, wo du sitzt, oder? Ja. Nein, reicht nicht. Das ist ein super Boden. Und ich glaube, dass dort, wo wir
wo wir die zusammenbinden, dass wir dort vor allem ausflachen müssen. Ja, hier muss man ja festmachen, oder? Ja. Man läuft auf einer Höhe irgendwie halten. Ja. Weißt du, dass wir das irgendwie. Wie lange sind die? Stützen, 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 stützen. Ohne Ende. Trotzdem, ne? Ich finde die geil. Da unten reinschieben, ist sie genug lang? Nein, ist sie nicht. Aber einfach so als Idee, das kann ja auch schon mächtig ausgleichen. Ach so, ja, okay. Also komm, machen wir hier fest. Hier, hat er gesagt. Okay, jetzt kannst du mir mal eine Schnur geben. Alter, ne. Soll ich Daumen hochhalten oder? Ja, jetzt müssen wir das zusammendrücken. Super. Oh. Okay, krass. Ja. Ja. Das heilige S. Dann haben wir jetzt noch mal halt. Felix hat mir noch mal einen guten Tipp gegeben, um eine Biegung reinzukriegen. Einfach an den Baum gehen und rumlegen das ganze Gerät. Sehr geil. Ja, geil, oder? Perfekt. Die werden jetzt hier festgebunden am Rahmen. Und dann schneide ich die hier einfach ab. Und dann unten noch längere reingelegt. Das ist praktisch unser Boden. Also du bist gegangen. Ja, aber nur hier an der Stelle. Ach, du bist da? Eigentlich wollte ich da, ja. Ja, 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 ja. Das ist cool. Okay, da haben wir jetzt schon mal so ein Hilfsmittel. Das ist gut. Felix, kannst du mir die Schnur verharzen? Selbstverständlich kann ich das. Stopp, den einfach.
So, wir haben die Enden, beide Enden, außen nochmal verschraubt jetzt. Jeweils mit 3 Schrauben, weil die Spannung ist so groß, dass das nicht zusammenhält. Und mit Harz schon gar nicht, das bricht einfach wieder auf. Deswegen haben wir es jetzt hier versteift und schmieren das jetzt vorne mit Harz zu. Ah, okay, sehr gut. Was ist das jetzt alles? Harz, ein bisschen Bienenwachs. Holzkohle. Und Holzkohle, genau. Okay. Da muss noch was rein, aber es läuft nicht mehr so schön jetzt, ne? Oh, der Dreck ist ja. Ich stand unter dem Rahmen da eingeklemmt. Ja, du da, ja. Und, was denkst du? Schwimmt das Ding? Ja, schwer zu sagen. Das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ja, Leute, was denkt ihr? Wird das Boot schwimmen? Wird es einfach kippen? Wird es einfach untergehen? Ist es dicht oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, bevor ihr weiterguckt. Ja. Ja, okay. Du kannst das rot schnappen. Das wird kippen. Okay. Das wird kippen. Ja, vielleicht wenn du ihn doch warm bist. Ja, schön. Komm, probier mal. Warte, ich komm rein. Kannst du mal reinfilmen hier? Ja. So, hier, we have a little bit water. But it's not bad, that bad. But we have problems with the stability. Ist das kalt. Nicht möglich. Ja. Das ist so, weil wir keine Fläche unten haben. Okay. Ganz mal andersrum. Ja. So, warte mal, ich bin jetzt erstmal hier in Position. Ja, ja, ja. Jawohl! Es schwimmt! Schwimmt, wenn man es gut Gleichgewicht hält. Scheiße. Oh. It's not so easy. Denk mal ein bisschen Wind, ein bisschen Wärme, mehr Wasser, wenn das besser geht. Muss noch Wasser reinlassen. Ja, kommt sowieso mit, da kommt immer mehr rein. Nicht in die Tiefe, nur geradeaus. Ah,
nicht mehr raus. Das ist kalt. Also das Boot war nicht ganz so dicht, wie wir uns das erhofft haben. Es gibt ein, zwei Stellen, wo es reinläuft, aber eine gewisse Zeit lang könnte man damit fahren, oder? Absolut. Ja, also das läuft jetzt nicht permanent voll, dass man es ständig rausschippen muss, aber es drückt schon immer mal wo rein. Und was wir festgestellt haben, die Form ist jetzt nicht optimal. Es hätte unten wahrscheinlich breiter sein müssen, oder? Was denkst du? Ich denke auch, durch das, dass wir keine Überlappungen machen wollten, ja, ist halt so, dass das Boot so eine V-Form hat. Und es kippt halt dann. Das ist dann halt ziemlich kippelig. So, Also falls Felix nochmal so ein Projekt hat, wird die Form anders werden, oder? Ja, das ist vielleicht auch der Grund, wieso dass alle Indianer hier Schnitte gemacht haben, weil dann gibt es halt noch mehr Falten, wenn du das flacher. Ja. So ist vielleicht perfekt. Sitzt du immer noch mal? So ist vielleicht perfekt. Was ist denn hier los? Komm, was ist denn hier los? Jetzt hat es richtig Tiefe. Ich werde verrückt, ey. Hey, Felix, es schwimmt. Ich hab's losgelassen. Jetzt liegt's gut, ne? Ja. Du sitzt halt auf der Badewanne. Felix, ich bin nicht mehr dran. Ja. Jetzt haben wir einen Schwerpunkt. Jetzt haben wir einen Schwerpunkt. Jetzt haben wir's. Felix, perfekt. Es funktioniert. Wir müssen die Badewanne erst voll lassen. Das ist kurz vorm Überlaufen. Ja, das wird dann hier gleich untergehen. Aber du merkst jetzt der Schwerpunkt. Es muss erst voller Wasser. Wenn jetzt immer rein, wenn es immer links reinläuft, dann ist er. Ja, da ist er weg. Jawohl, jawohl. Juhu! Ach, das ist randvoll, das Ding. Jetzt sieht es aber aus wie ein Kanu. Von der Höhe her. So geil. Absolut, ey. Muss nur genug Wasser rein. Ja. Jetzt ist der Schwerpunkt richtig. Ist voll geil. Ja? Nein, nein, das du kannst nicht. Das ist ein so geiles Feeling. Da kann noch ein bisschen raus. Und dann rauchst du rein. Lass mich nur die 10 Liter rausnehmen und dann ist super perfekt. Ja, okay. Das Ding fährt gnadenlos geradeaus, ne? Angelandet. Ey, perfekt. Perfekt. Ja. Es ist halt vorne sehr hoch und hinten sehr tief. Aber es ist eigentlich gut so. Nee. Maximal perfekt. Ja. So geil, ey. Frau, komm bald wieder. Komm bald wieder zurück. Ich würde ja behaupten, ich bin trocken geblieben. Das stimmt aber nicht. Ja, ihr Lieben, wir haben uns umgezogen. Ihr seht, wir sind jetzt wieder trocken. Ja, außer ich. Der Felix hat noch, wir waren noch ein bisschen spielen. Die Sache ist, dass zum Schluss hat es sehr gut funktioniert. Aber jetzt war auch der Schwerpunkt weiter unten. Wir haben jetzt bestimmt 100 Liter Wasser nochmal. 80 Liter Wasser mussten da nochmal rein. Und jetzt liegt es einfach tiefer und kann dadurch nicht mehr umkippen.
Perfekt. Also, ciao. Tschüss. Tschüss.